Moin liebe Tabaks- und Genussfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute wieder an meiner Seite Adrian. Moin. Ja, ich freue mich, dass du da bist, ich habe eine Aufgabe, die ich dir stellen möchte. Oha, was ist das schon wieder? Ja, du weißt genau, worum es geht. Oh Gott. Und ihr habt es im Titel wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich weiß noch gar nichts, außer dass hier etwas ist, was ich nicht kenne. Aber egal. Genau, das kennst du noch nicht. Mm-mm. Bin mal gespannt. Es soll gehen heute um Kurt Becker und seine Kirtlepipes. Besonderheit an der ganzen Nummer ist, dass Kurt Becker Buchenholzpfeifen baut. So. Oh. Hast du schon mal geraucht sowas? Ich wusste gar nicht, dass man aus Buche etwas machen kann. Jetzt ich weiß Eiche geht nicht, glaube ich, wegen den irgendwelchen Bitterstoffen oder irgendwas, glaube ich. Also Mooreiche geht auf jeden Fall. Ja, Mooreiche geht, aber normale Eiche meine ich. Die das so weiß ich nicht. Küchen, da habe ich tatsächlich gerade keine Ahnung, ob man da benutzt. Auch normale Eiche nehmen kann. Ich glaube nicht, aber es gibt doch von... Das ist Faun, glaube ich, eine. Gibt es doch mit Eichen mit einem Brouillard-Einsatz, weißt du? Diese, ja, das kann ich sein. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber das gibt, glaube ich, ein paar. Da haben's. Aber die haben immer Brouillard-Einsatz. Genau. Es gibt ja verschiedene ich sag mal, Materialien und Hölzer, die man nutzen kann für Pfeifen. Und ich bin da sehr offen eingestellt. Ich habe neben Brouillard-Pfeifen, ich habe Mooreiche, ich habe, was habe ich denn noch Birnholz? Hier? Birnenholz habe ich auch, Mr. Korncobs? Ja, Korncobs, habe ich auch. Habe ich noch was irgendwie? Kirsche habe ich mal gehört. Aber Kirsche habe ich nicht. Mooreiche hatte ich schon gesagt. Ja. Ach so, dein afrikanischen... Meerschaum. Es gibt doch diese, wie heißt das doch mal? Ich hab eine Pfeife mit afrikanischem Meerschaum aus. Wo kommen die hier? Oh, okay. Da habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich sag's lieber nicht, bevor ich irgendwas ganz Falsches sage. Okay. Meerschaumpfeifen habe ich natürlich auch. Also ich bin da breit aufgestellt und... Die verschiedenen Hölzer und Materialien haben alle ihre Vorzüge oder halt auch nicht. Also Ebenholz, das meinte ich. Das gibt es ja auch noch. Habe ich nicht. Ich habe keine Ebenholz. Okay. Ich wollte es nur sagen, weil es mir eingefallen ist. Ich habe auch bestimmt wieder irgendwas vergessen, was ich noch irgendwo habe, aber das ist, wie gesagt, soll nicht Thema sein. Ich möchte heute auf Kurt Becker eigentlich als Person auch gar nicht so genau eingehen, weil ich möchte den Fokus wirklich auf sein Produkt, auf seine Pfeifen legen, denn ich hatte ihn kennengelernt auf der Haselünner Messe. Da sind wir ins Gespräch gekommen und er hat dann gesagt, ja, und ich bin übrigens der die Buchenholzpfeifen baut. Okay. Fand ich super interessant, weil ich nämlich vorher schon mal über einen Facebook-Post mit ihm in Kontakt war, aber das noch gar nicht so verknüpft hatte, das ganze Thema. Gesagt, getan, die erste Buchenholzpfeife fand auch schon ihren Weg dann relativ fix zu mir. Okay. Und ich habe sie eingeraucht, ich habe sie geraucht und habe dann gesagt, pass auf Kurt, ich brauche noch eine von dir. Ich finde das total geil, das spoilere ich nämlich schon. Deshalb kann ich dir auch diese Aufgabe, meine ich, recht locker stellen. Ich glaube nämlich einfach, dass du auch begeistert sein wirst. Ich bin mal total gespannt und gehe da total neutral ran. Genau. Was man vielleicht doch noch zu Kurt Becker sagen kann, dass er noch relativ am Anfang des Pfeifenbaus steht, also jetzt noch nicht jemand ist, der seit Jahren eine Erfahrung hat, das macht überhaupt nichts. Ich finde seine Pfeifen trotzdem total klasse. Oder er macht das schon wirklich gut. Was hat er aber gemacht? Kurt hat das Ganze natürlich auch professionell angefangen oder über einen guten Weg angefangen. Er ist nämlich zu hervorragenden deutschen Pfeifenmachern gegangen. Ob da jetzt international auch welche dazugekommen sind, weiß ich gerade nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich sag mal, Roland Kirsch. Okay. So, na, bei dem ist er dann unter die Fittiche gekommen. Und ich glaube, da braucht man auch nicht viel zu sagen, wenn man Roland Kirsch als Lehrmeister hat. Na, besser kann man es, glaube ich, nicht treffen. Na? So, und ich weiß, dass er auch viel rumgefahren ist und auch mit anderen namhaften Pfeifenmachern da dieser mal Kontakt das hatte. Das ist aber echt eine gute Idee. Genau. Ich möchte jetzt keinen auslassen, deshalb versuche ich das jetzt einfach nicht auszuzählen. Nicht, dass einer enttäuscht ist, dass er nicht genannt wird, aber da Roland so ein bisschen da, ist immer so der Meister des Ganzen ist von Kurt, glaube ich, kann man das auch so gut sagen und sollte man auch sagen. Ich bin großer Fan von Korncobs und deshalb zeigen wir mal die erste Pfeife, die darfst du nämlich rauchen. Das war meine erste. Ich versuche die mal so ein bisschen ranzuhalten. Finde ich total geil für mich als Korncobs-Fan. Und auf der anderen Seite hat die auch noch so eine schöne Maserung auch im Stück. Auch total geil. Aber die hat eine sehr interessante Maserung, finde ich, die Buche. Ja, also... kenne ich so nicht, ne? Irgendwo hatte ich das mal gehört oder so, dass das Holz Buche wäre halt total langweilig, wenn man sich das mal anguckt. Nee, absolut gar nicht. Ich meine, dass das sehr oft im so Möbelbau und Arbeitsplatten von Küchen wird es, glaube ich, sehr oft verwendet, weil es
Aber wie du gerade sagst, ist nichts Spektakuläres, aber... Ich finde es trotzdem geil. Ich finde es einfach schön. Toll aus. Ne? Auch hier, guck mal, so diese ja, Rundmaserung die, ja, da. Oder hier. Ja, sieht klasse aus. Hat schon das. Welche Pfeife rauche ich? Das ist meine zweite Kirtel. Ah, so eine leicht geschwungene. Mhm. Ja, das ist auch die, ich sag mal, Hartmut Heckmann Light Pfeife. Daher kommt nämlich so ein bisschen das Design so. von einem seiner Pfeifen und von Hartmuts Pfeifen. Cool. Und ich habe einfach zu Kurt gesagt, die möchte ich auch haben. Ich finde das Shape einfach so klasse und toll. Na, und wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich hoffe, man sieht es genug. Also mit langweilig ist da wirklich absolut gar nichts. Mag vielleicht jetzt nicht jeden überzeugen und jeden umhauen. Die Maserung ist nicht wie Bruyère, aber das Holz hat eine Maserung, aber eine eigene. Also Personen, die jetzt richtig also richtig Grain-Fans sind beim Bruyère, die wird man hier vielleicht nicht abholen. Aber den Anspruch hat Buche ja auch gar nicht. Nee. Zu den Raucheigenschaften. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Denn meiner Meinung nach, meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, lassen sich diese Buchenholzpfeifen hervorragend rauchen. Also was ich schon mal anmerken kann, ist, für die Größe überrascht mich das Gewicht. Also ich kann die Pfeife kann ich clenchen. Na? Hast du aber eine Kaumuskulatur. Ja. Da kannst du auch Ketten durchbeißen. Nee, also ich sag mal, wenn man die jetzt wirklich anderthalb Stunden durchgehend im Mund hat, ist das schon anstrengend, aber so für zwischendurch kann man es tatsächlich mal machen. Ja, das geht. Und bei der hier sowieso. Ja. Zu den Raucheigenschaften von Buchenholz. Für mich, und das spoilere ich auch mal vorweg, denn auch das ist eine Fragestellung an dich, ernstzunehmende Alternative zu Bruyère. Oh, okay, das wird spannend. Ich hänge das jetzt mal hoch. Oh ja, da hast du aber jetzt mal eine Latte hochgelegt. Genau, und wenn man jetzt sich Buchenholz anguckt, kleiner Ausflug nochmal, es gab schon diverse Posts von namhaften Persönlichkeiten der Pfeifenszene, Rally Grufti und Michael Sauer, die da auch sich schon zu geäußert haben und auch gerade Rally hat ja auch sehr positiv in seinen Posts bewertet. Das war für mich natürlich spannend, dann da nochmal an das Thema ranzugehen und ich glaube, wenn eine Persönlichkeit der Pfeifenkultur, der Pfeifenszene so ein Holz positiv bewertet, dann ist das schon mal eine Ansage. Oh ja. Na, und stimmt. Deshalb, auch deshalb kann ich natürlich jetzt ganz locker hier, ich sag mal, mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Oh. Aber nur, weil du weißt, dass unten mehrere Netze als Sicherheit liegen. Ja, ja, jetzt verstehe ich, warum du da so... So ist es. Aha. Man muss das Netz ja nicht sehen. Ne? Nein, ich bin selber auch einfach angetan davon. Und zwar auch gerade die Hitzeentwicklung ist sehr gut. Also Buche wird nicht sonderlich heiß. Man hat in den ersten paar Rauchdurchgängen hat man einen Eigengeschmack von der Buche. Das muss man fairerweise dazu sagen. Da keine Einrauchpaste drin gehabt, richtig? Nö, da war nichts drin. Aber ich brauch auch keine Einrauchpaste. Okay. Ne? Wird Kunden mit Sicherheit auch machen, wenn man es haben möchte. Ich brauche es persönlich nicht. In den ersten Rauchdurchgängen hast du einen kleinen Eigengeschmack. Das muss man dazu sagen. Ich finde ihn nicht störend, ich finde ihn nicht unangenehm. Es ist halt einfach nur, er ist da. So. Das geht aber nach ein paar Mal Rauchen auch weg. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also, jede Pfeife wird eingeraucht werden. Ne? Und so what. Cool. So, also die Messlatte hängt hoch. Jetzt will ich von dir wissen, habe ich jetzt hier Quatsch erzählt? Ist meine Meinung irgendwie Einbildung oder habe ich hier eine falsche Auffassung? Ja, ich sag mal so, du sammelst die ganze Zeit, wir rauchen noch nicht, ne? Müssen wir jetzt machen. Also sonst ganz kurz. Was nie rausfinden. Was trinken wir dazu aufgrund der Uhrzeit? Ja. Gibt's, ne, was wird geraucht, was wird getrunken? Hier so eine schöne Fritz-Limo, eine Orange. Ja. Total passt lecker. Passt auch gut dazu, vor allem farblich. Farblich auch. Cheers. Ja. Cheers. Na? Lecker. Okay, da verrate ich dir eben nicht, dass ich den Schusswort gerade reingemacht habe. Nee, deshalb schmeckt die auch so gut. Ja. So, was haben wir in der Pfeife drin? Tabak, den wir beide kennen, denn das würde ja sonst keinen Sinn machen, finde ich, dir einen Tabak zu geben, den du nicht kennst und sagen, wie verhält er sich? Ja. McLintock, den Shamrock Isle. Der hat Irish Cream, ne? Ich glaube, im Internet war mit sahniges Geheimnis gekennzeichnet. Nennen wir es mal Irish Cream, / Baileys, ähnliches. Wenn man die Nase hier reinhält, ist das... Das riecht nach Irish Cream. Ist das absolut, ich sag mal... Aber ohne so eine alkoholische Note, sondern einfach so Karamell, sahnig. Baileys mit Tabak. Ja, Baileys mit Tabak, genau. Und was man zu dem Tabak sagen kann, noch ganz kurz, bevor es ans Rauchen geht, die Raumnote ist einfach nur, sorry, dass ich das so sage, geil. Aber richtig. Richtig gut. Und auch draußen, wohlgemerkt. Und erinnert total an, ich sag mal so,
Pfeifentabak, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, wenn jetzt auch ein Nichtraucher hier vorbeispazieren würde, würde sagen, ja, das kenne ich von meinem Opa oder Onkel oder das könnte durchaus passieren. Ja. Oder was weiß ich, Lehrer, Busfahrer, wie auch immer. Das hatte ich mal erzählt bekommen. Da hat früher Busfahrer die Kinder zur Schule gebracht und hat Pfeife geraucht während Fahrt. Anständig. Geil, ne? Warum machen die das heute nicht mehr? Ich sehe da keine Problematik. Ja. Würde ich sagen, feuern wir die Hölzer mal an. Ja. Na, ich bin jetzt richtig gespannt, was du sagst, denn meiner Meinung nach ist Buche ein sehr geiles Rauchholz. Ach hier, warte mal. Mein Zigarren-Sommelier, der hier auch bald auf dem Kanal auftauchen wird, der heute die Funktion des Kameramanns hat, braucht die Dose zum Reinaschen mit der Zigarre, die er gerade raucht. Ja, ist nicht richtig. Was ist denn so dein erster Eindruck, während ich hier versuche, die Pfeife im Eingang zu kriegen? Der Zug ist schon echt gut. Also bis jetzt, wenn ich es nicht wüsste, dass es keine Prière-Pfeife wäre, also bis jetzt verhält es sich wie eine Prière-Pfeife. Ja, das ist aber eine Ansage. Also top. Mhm. Aber jetzt beim Rauchen, es ist einfach ungewohnt, dass du so eine riesen Pfeife in der Hand hast. Mhm. Und die ist so leicht. Mhm. Das ist so irgendwie ungewohnt verwirrend erstmal so. Ja, mit Sicherheit. Weil das ist ein echter Klopper, also das ist größer als ein Hühnerei. Ja. Also auch die ganz großen, die XXL-Eier oder XL. Also ja, Gänse-Ei ist es noch nicht, aber... Oder? Gänse-Ei? Könnte sein, ne? Zweifach XL? Ich weiß nicht, was es alles gibt für... Ja. Naja, auf jeden Fall ist das schon Kadenzmann, die Pfeife, ne? Mhm. Und ihr seht, ne? Zeig mal, man kann's clinchen. Mhm. Es geht wirklich. Ne? Ist natürlich schon... Ja, für dich. Ich habe ja keinen dickigen Gebiss wie du. So sieht's aus. gut, jetzt merkt man natürlich wahrscheinlich, merkst du schon eine Hitzeentwicklung oder irgendwas? Null. Ja. Der ist auch richtig dick, was sind das? 2,5-3 cm Wandstärke? Und ja gut, aber hier oben ja nicht mehr. Hier oben nicht. Mhm. Aber da ist auch gar nichts, null. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das halt heiß wird wie sonst. Also ich habe es hier auch, also das ist hier... Das kenne ich von Olive, kennst du das? Die wird oben erstmal richtig heiß. Ja, guck mal, Olivenpfeifen habe ich auch, habe ich natürlich vergessen zu sagen. Ach, siehst du mal. Siehst du, Olive habe ich natürlich auch, ja. Ich finde es hier einfach wirklich spannend, dass die Rauchbarkeit des Holzes wirklich angenehm ist. Ne? Also nach ein paar Mal Rauchen ist der Eigengeschmack weg, der Tabak kommt einfach wunderbar durch, wie auch bei anderen Pfeifen, die man alternativ nutzen kann. Ja. Sie wird nicht sonderlich heiß und gar nichts. Ne? Wie ist es beim Reinigen? Auch wie bei Prieur, nichts Besonderes, was man beachten muss? Oder? Also ich mache es zumindest. Ich putze diese Pfeife, wie ich jede andere Pfeife auch putze. Mhm. Ne? Und wir machen jetzt mal einen kleinen Cut. Mhm. Rauchen die Pfeife mal weiter, denn jetzt muss Adrian natürlich überhaupt erstmal sich ein bisschen einrauchen in das Ganze. Ne? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, liebe Pfeifenfreunde, da sind wir wieder. Adrian durfte sich jetzt hier durch die Pfeife schmökern. Und jetzt möchte ich von dir natürlich mal ein kleines Fazit haben, dass du uns einfach mal sagst, Mensch, wie ist jetzt diese Raucherfahrung für dich? Also gerade auch Rauchbarkeit des Holzes. Sehr positiv. Ja. Also es bleibt sehr kühl. Ja. Kein bis jetzt wahrnehmbaren Eigengeschmack oder irgendwelche Aromen, die ich sage, die gehören da nicht hin. Mhm. Also ich schmecke den Tabak so, wie ich ihn kenne. Mhm. In keinster Form irgendwie verändert. Mhm. Jetzt auch nicht stärker oder milder, mhm. sondern ich sag mal, ja, neutral. Ja, perfekt. Ja. Das wollte ich hören. Habe ich doch gut abgelesen, oder? Ja, hast du sehr gut abgelesen. Der Teleprompter läuft mit. Nein, also ich bin, was ich halt einfach schön finde, ist, dass du meinen Eindruck bestätigst, denn Adrian hat vorher halt noch nie eine Buchenholzpfeife geraucht und ich habe meine Erfahrung schon relativ hoch ja jetzt angepriesen. Weil ich sage, Mensch, die sind wirklich gut, das sind tolle Alternativen. Dann kriege ich ja jetzt meinen 100-Euro-Schein. Psst, naja.
Und dass du das halt bestätigst, ist natürlich jetzt für mich gut, denn so wie ich das Video geplant hätte, hätte es jetzt natürlich auch sein können, dass du sagst, pass auf Jan, ist schön und gut, aber das ist halt alles nichts. Und deshalb bin ich natürlich jetzt so ein bisschen erleichtert, dass du halt auch meinen Eindruck teilst. Das freut mich. Dass du das auch als eine, ich sag mal, Alternative einfach zum Brujaholz siehst, würde ich sagen. Ne? Würdest du auch so sehen, oder? Also ich hole mir auch eine. Also die Entscheidung ist jetzt gefallen. Dann. Mhm. Sehr schön. Wie sie dann noch aussehen wird, das kann ich ja mit dir... Also das kannst du mit Kurt bequatschen. Also ich finde, wie gesagt, diese Heckmann Light finde ich halt auch total geil. Mhm. Die bringt auch richtig Spaß, lässt sich wunderbar rauchen. Ich hätte gerne Apple. Das musst du mit Kurt besprechen. Da weiß ich nicht, was er alles anbietet, aber das kann man ja mit ihm bequatschen. Ich glaube, da wirst du auf jeden Fall zum guten Ergebnis kommen. Was ich halt auch einfach, ich sag mal, oder anders, ziehe ich den Satz mal anders auf. Für mich wird das, ich sag mal, Buche nicht Bruyère ersetzen. Das definitiv nicht. Aber es ist eine tolle Ergänzung zu dem Ganzen, die so man wunderbar, ich sag mal, rauchen kann. Mhm. Ja. Die man auch, oder ich sag mal, das ist auch, sind keine, ich sag mal, Hölzer, die jetzt irgendwie in Konkurrenz treten, weil sie für sich gesehen ihre Vorzüge haben. Ja. Und ich finde diese Aber Buche hat definitiv halt, seine Daseinsberechtigung, also total unterschätzt. Buche hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, finde ich. Ne, das find ist, ich finde die auch nicht langweilig und gar nicht. Also ich mag das auch. Also es muss nicht immer dieses Bruyère Grain sein. Zum Beispiel auch, ich mag auch gerne Olivenholz. Ist ja was ganz anderes, wenn du es mit Bruyère Grain vergleichst. Ja. Deswegen, also ich finde es auch eine gute... Ich habe ja, ganz sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, weil das, ich habe es nur gerade den Satz im Kopf, oder was ich sagen will, sonst vergesse ich das wieder. Ich habe ja beide Pfeifen eingeraucht. So. Ich bin, wo ich natürlich gespannt bin, wie verhält sich das Holz, wenn es nachher nachdunkelt? Wie sieht es dann aus? Das weiß ich noch nicht. Ne? Aber grundsätzlich sind beide Pfeifen eingeraucht von mir und ich habe wirklich viel Spaß und Freude. Aber ich finde das spannend, wenn die mit den Jahren nachdunkelt und so eine Patina kriegen. Das ist ja gerade das Schöne. Ja, also ich kenne es auch von meinen Olivenholzpfeifen, die sind mittlerweile viel, viel dunkler als am Anfang. Ja. Und das macht aber Spaß. Absolut, das ist ein toller, hier, Meerschaum. Stimmt, da will man es ja sogar. Da will man es ja sogar. Ich meine, das ist ja richtig geil, wenn das dann so nach und nach... So immer, dieses Honiggoldene dann irgendwann mal hat. Aber ich glaube, da musst du entweder richtig viel rauchen oder sehr alt werden. Dass die so richtig schön gleich bleiben. Ist doch beides eigentlich ein gutes Ziel. Hallo, viel rauchen und alt werden. Damit die Meerschaum mit 99 dann top aussieht. Wir haben hier gerade richtig doppelt guten Genuss, denn da hinten wird eine wunderbare Zigarre geraucht, ja, die er immer so rüber zieht. Ne? Was hast du da, Davidoff, ne? Robusto Nicaragua. Ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Wandelware, wie immer. Davidoff, Robusto, Nicaragua, wieder ist halt vom Laster gefallen. Kann ich alles haben. Ich klebe ja auch manchmal einfach nur für Gäste, ne, die ich nicht so mag, dann einfach ein tolles Label auf irgendein, hier die, das, wie heißt die da von der Tanke, die du meinst Independence. Die, ja, die Independence. Die mal total toll, ey. Das ist der eigentliche Grund, warum ich die Banderolen und Bauchbinden immer auf. Ach, deswegen sammelst du die? Ja, nur dafür. Das ist mal schön dann zu sehen, wenn die Leute sagen, schön. Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, alles gesagt. Ich ist, glaube ich, wirklich alles gesagt. Wir haben es versucht, euch zu zeigen oder aufzuzeigen, dass es halt auch fernab vom Bruyère natürlich tolle Alternativen gibt. Und da also gehört für mich der Kurt Becker auf jeden Fall dazu mit seinem Buchenholz. Also der da nicht so, ich sag mal, eingestellt, dass das Bruyère das einzig wahre ist, sondern auch mal was anderes probieren will, ist echt ein guter Versuch, einfach mal auszuprobieren, ob das für einen was ist. Absolut. Für uns ja. Ne? Ich hab ja diesen, oder bin ja diesen Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, Mensch, super, ne? Buche wird ausprobiert, ich bin total begeistert. Das wird mit Sicherheit auch nicht meine letzte Buchenholzpfeife sein, oder nicht die einzigen beiden, die in meinem Bestand sind. Da wird mit Sicherheit auch noch mit der Zeit mal die eine oder andere dazukommen. Da lasse ich mich einfach mal überraschen, was Kurt da noch für Pfeifen zaubert, wo ich dann einfach mal, oder bei denen ich dann einfach mal zugreifen werde. Ich bin begeistert davon. Mir bringen diese beiden Pfeifen auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und wenn der ein oder andere da draußen ist, der das in Zukunft probieren wird, wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr genauso viel Genuss und Freude habt mit diesen Pfeifen, wie ich es habe. Ne? Oder jetzt auch du. Ja. Ne? Und ja, dann stoßen wir nochmal auf euch an, auch wenn es heute nicht alkoholisch ist. Aber die Uhrzeit bringt das noch nicht her. Zum Wohle.
schmeckt echt geil. Ich muss nochmal aufschütteln, der Wodka. Ja, das machen wir gleich. Ne? Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, Morgen, was auch immer. Genießt ein Pfeifchen. Genießt ein schönes Pfeifchen, lasst es euch richtig gut gehen. Guter Drink, guter Tabak ist immer eine tolle Sache. Ja, in dem Sinne, schön, dass du da warst. Vielen Dank an dich. Gerne. Na? Und ja, bis zum nächsten Mal, auch in dieser Kombination. Ja. Ne? Gehabt euch wohl, macht's gut, ciao.